Was? Willst du auch mucken, du dreckiger Bastard? So, dann... Level up und so. Okay, wir haben das jetzt erledigt. Um an den hier zu kommen. Und an diesen P-Kristall, wie viel anpassen? Wie viel habe ich da eigentlich von den P-Kristallen? Teil einbauen. 17 Stück. Wir können jetzt eigentlich so Neues machen. Erweitern. Ich mache erstmal die 10er frei. Dann die 15er. Okay, jetzt haben wir den Bohrer. Jetzt müssen wir jetzt noch schnell irgendwie Runden bekommen. Die Musik ist zu langsam. So, geschafft. Okay. Ich rasse einfach mal durch und hoffe, dass mich kein Stein trifft. Und ich hatte Glück. Du dreckiger... Ich hab dich. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Mein Fleisch will ich wenigstens hier bekommen hier. Okay, dann haben wir das auch erledigt. So, damit gibt es hier eigentlich nichts mehr zu tun, außer das hier einzusammeln. Das Geld deswegen. Okay, das hat mich irgendwie jetzt geholfen. Egal. Ich töte. Das bringt es die nicht. Das bringt nichts, die zu töten, außer Erfahrung. Wieso habe ich das jetzt gemacht? So. Und ich bin beim Schiff. Es ist zwar nicht gerade neu, aber Hauptsache es fliegt. Fliegen? Du meinst wohl eher kriechen und er selbst das nur vielleicht? Sei doch nicht immer so negativ, wir fliegen los. Jetzt fliehen? Also man sieht, wenn man dieses Kätzchen da, wenn man das jetzt nicht machen würde, glaube ich, würde man keine zweite Chance bekommen, das zu machen, außer wenn man es nochmal durchspielen will. Wenn man die Zeit und die Lust dazu hat. Wir sind gleich da. Der Flug ist nicht gerade samt. Ehrlich gesagt ist er sogar ziemlich holprig. Ja, ein bisschen zu holprig für meinen Geschmack. Steine? Ach, was ist denn jetzt los? Der Motor ist überlastet. Oh, mächtige Fellbälle. Und ein Crash. Aber trotzdem haben sie es überlebt. Sonst wäre das Spiel jetzt vorbei. Was habe ich gesagt? Oha, das lief nicht gerade ganz nach Plan. Beinahe wären wir auf dem Grund des Wolkenmeers gelandet. Aber nur beinahe und uns ist nichts passiert. Das nennt man Glück im Unglück, oder? Ja, ein bisschen. Belassen wir es dabei. Okay. Das ist einfach mal abgestürzt. Wir akzeptieren einfach diesen Fakt. Wir widersprechen es einfach nicht. Wir akzeptieren einfach das. Ach ja... Wir bauen die ganzen Dynamits irgendwie da vorne oder so. Warte, irgendwas haben die da vorne gesagt, das weiß ich. Der Typ? Ich kann so nicht arbeiten, ich schlaf erstmal eine Runde. Och Gott. Was brauchst du? Also sollten den ausgehen, ja. Wenn jemand sprechen. Ja, ja, der Aufseher. Hey, eure Wehen sitzen jetzt hier fest. Bist ein Danko. Ich wollte gerade dieses Schrottschiff entsorgen. Seid ihr völlig verrückt geworden, diesen alten Schrotttropfen zu fliegen? Gohohoho. Tut mir leid. Wenn wir hier wieder rauskommen wollen, müssen wir das Schiff sprengen. Das ist euer Job. Ihr habt Glück. Wir haben noch etwas Sprengstoff von der Arbeit hier herumliegen. Ah, ich wusste es doch. Man muss hier Sprengstoff dahin bringen. Leg 3 Sprengstoff. Ach, okay, verstanden. Ich behalte den Schalter hier. Sag und ja. Okay. Es ist easy peasy. Sag jetzt nicht, da war ein Sprengstoff drin. Kann man es nicht irgendwie runterballern oder so? Warte mal. Da, Hackschätzchen, komm mal her. Ich wusste es doch. Erstmal diese ganzen Kack da. Hier.
Wir machen das richtig. Wir stapeln das jetzt mal auf. Verdammt. Egal, komm. Bis läuft alles gut. Gut. Ich dachte schon eine lange Zeit, würde es jetzt einfach nicht mal gehen. Und so. Komm, beeil dich. So, schön gestapelt. Jetzt kann die Sprengung losgehen. Oder? Ja, komm. Gute Arbeit in Deckung. 1, 2, 3, ho! Das ist ja eine schöne Explosion. Hey. Oh, eine Fahrt. Jetzt kommen wir durch, zurück an die Arbeit. Marsch, marsch! Oh, jetzt können wir... Warte. Habe ich da eigentlich nachgucken, ob da irgendwas ist? Anscheinend nicht, okay. Jetzt können wir ein bisschen Foren fahren. Oh, scheiße. Was? Ich mach einfach mal so. Ich hoffe mal, dass irgendwas kommt. Ja, schön, dass du eine Tür entdeckt hast. Mal sehen. Okay, eine Tür. Ich hoffe, sie führt hier raus. Oh, ist klar. Ich glaube, die Tür wird hier über diesen Bodenschalter bedient. Diese Dinger kenne ich. Wir müssen nur etwas schwer. Ach, du kennst die also. Schön, schön, schön. Okay, da kann man was aufmachen. Warte mal. Wir können mit den Aufzug runterfahren und alle Räume betreten. Ist da unten was, das wir gebrauchen könnten? Ach, sehen wir mal nach. Warte. Warte, ich hab da eine... Komm. Mit diesem Container solltest du gehen. Lass ihn auf den... Ja. Das nehme ich mit und noch was anderes. Das hier nehme ich auch mit. Wenn ihr euch fragt, wieso? Es hat einen bestimmten Grund. Den werdet ihr auch gleich sehen. Erstmal das hier mal weg, das nervt ein bisschen. Und damit öffnen wir jetzt mal gleich hier ein paar Türen. So, jetzt sind wir drin. Du dreckiger Bastard. Komm, steh auf. Komm, steh auf, du Bastard. Ach, wie ich diese Drecksteile hasse. Fleisch? Ach ja, man muss nicht. Ich glaube, man muss auch nicht. Den Container benutzen, man kann auch den Bohrer hier benutzen, wenn ich mal denke. Der ist auch schwer genug. Sage ich ja. Okay, weiter geht's. Falls das wirklich ein Ausgang ist, sind dann die Kurse draußen, also vorsichtig. Ja. Speichern. Daten werden gespeichert. Speichern abgeschlossen. Okay, dann haben wir das auch. Wir passen mal an. Wir haben ja 3 P-Kristalle jetzt bekommen. Wir müssen jetzt 10 haben. Sage ich hier. Manchmal spackt man die Kontrolle hier ab. Naja. Ja, komm, so schwer ist es auch nicht wieder. Epische Musik. Du bist doch dieser schnöselige Vollhonk, der mich in dieser Zelle eingesperrt hat. Du schon wieder? Ich weiß nicht, wie ihr da rausgekommen seid, aber... Ich kann nicht zulassen, dass... ihr Lady Opera in die Quere kommt.
Okay, Bossfight. Ja, wieso habe ich gerade so geleuchtet? Ich weiß es nicht. Es wird so lange dauern. Ich muss mich erstmal an diesen Kampfsystem wieder gewöhnen. Es geht echt hier um schnelles Drücken. Ich hätte es fast geschafft. Das war knapp. Komm. Boah, das war wieder knapp. Ach du heilige Scheiße. Klar, übertreib doch gleich mit deinem Riesenschwert. Fick dich doch, komm her. Oder mit Riesenschwert an. Übertreibt die Lage. Willst mich unbedingt treffen, oder? Ja, komm, komm. Wenn ich den Kampf jetzt nicht schaffe, dann bin ich so schlecht. Noch schlechter als schlecht, eher gesagt. Hallo? Übertreib mal. Du Dreckiger! Wie oft der das macht, das ist echt krass. Abhauen! Ja, komm! Ich glaube, ich hab ihn. Ich muss jetzt nur aufpassen. Komm. Komm. Was zur Hölle? Ich hab dich, du Dreckiger. Ich hab dich. Stirb dreimal. Komm aber nie wieder. 50 Punkte erhalten. Och, du bist stärker als du aussiehst. Das war nur meine Rache. Verzeihung, aber entschuldigt mich bitte vielmals. Die Kovas sind wirklich die absoluten Spitzenreiter im Weglaufen. Wir sollten selbst sehen, dass wir hier verschwinden. Ja, glaube ich auch. Okay. Was kommt denn jetzt? Oh. Unseren kleinen Bastikus. Hi. So klingt auch manchmal meine kleine Schwester, wenn sie abhaut von mir, wenn ich sie jage. Die drei Kubas erhalten. Hallo? Jetzt kannst du nicht hinkommen. Stardogs Café. Okay, dann gehe ich einfach mal da rein, um zu sehen, ob da irgendwas ist. Bestimmt nur Steine, die runterfliegen. Oder zwei von denen sind hier. Du willst mich doch komplett verarschen. Okay, komm. Stirb, der eine ist tot. Ich brauche irgendwie Fleisch, oder? So. Aufnehmen. Musiksound aufnehmen. Und baller mal in die Menge.
Hä? Was hat er sie mir gebracht? Ach, egal, komm. Ich habe jetzt alles erledigt. Jetzt kann ich in Ruhe rausgehen. Frohen Montau noch. Puh, wir sind zurück in der Stadt. Endlich. Lass uns den Bürgermeister besuchen. Vielleicht weiß er etwas über diesen Kristallstein. Aber das erfahren wir im nächsten Part.